Wir begrüßen euch aus der Ortenau am Rande des Schwarzwalds und nahe der französischen Grenze. In diesem Video zeigen wir euch, wie es mit unseren Stromproblemen, die wir im letzten Video angesprochen hatten, schlussendlich ausgegangen ist. Wir stellen euch ein Fahrradträgersystem für die Heckgarage vor, ein Crossbike für das Wohnmobil, das nahezu einzigartig ist, fahren wir zur Probe, bieten unseren ausgebauten Fahrradträger zum Verkauf an und zeigen auf, warum das neue System für uns praktikabler ist. Wir berichten über das Ergebnis vom Besuch auf der Waage, was sich in den Jahren an unserem Gustl geändert hat, und last but not least stellen wir noch eine Dashcam vor, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das war ein kurzer Überblick. Wir haben wieder alles in Kapitel unterteilt, so könnt ihr Sequenzen, die euch nicht interessieren, einfach überspringen. Wir hoffen, dass für jeden was dabei ist und wünschen gute Unterhaltung. Bei Regen ziehen die Solarpaneele natürlich keinen Strom. Wir waren nur wenige Fahrkilometer unterwegs, kamen mit 33% gefüllter Batterie an. Die Energie unserer Powerstation haben wir schon am Vortag verbraucht. Zum Glück füllte die Sonne unsere Batterie noch auf 43% auf. Mit so wenig Strom gingen wir noch nie in eine Nacht. Also viel Strom haben wir nicht mehr, aber für Kaffee und für die Wasserpumpe beim Duschen, da wird es noch langen. Ja. Und dann müssen wir schauen, wie wir wieder an Strom rankommen. Entweder hängen wir uns irgendwo an oder wir fahren eine längere Strecke, weil ohne Sonne schaffen wir keine weitere Nacht mehr. So, was jetzt war, das weiß ich nicht. Der Wechselrichter hat auf jeden Fall ausgeschaltet. Entweder ist eine Sicherung rausgeflogen, warum, weiß ich nicht. Strom ist nicht ausgegangen, wir haben noch 22%, aber Wechselrichter betreibt die Kochplatte nicht mehr. Vielleicht zu wenig Reststrom, ich weiß es nicht. Wir behelfen uns jetzt mit Gras und das Frühstück gibt es trotzdem. Warum die Induktionsplatte nicht mehr funktioniert hat, konnten wir nicht feststellen. Vielleicht war die Spannung zu gering. Auf jeden Fall hat die Restkapazität gereicht, noch die Wasserpumpe für die Dusche zu betreiben, und so fuhren wir mit wenig Strom, aber ausreichend weiter. Also unsere Bikes, die sind uns ja verdammt wichtig. Und deswegen fahren wir auch regelmäßig zum Andi, zur RSM Bike. Hallo. Da haben wir wieder unseren Kundendienst und da gibt es immer wieder irgendwelche Neuentwicklungen. Genau. Was wir ja schon mal, glaube ich, gezeigt haben, das ist dieses Mobicross da, dieses Fat Bike. Ein tolles Gerät, in das wir uns schon das erste Mal verguckt haben, wie das neu auf den Markt gekommen ist. Aber Andi, leider passt es nicht bei uns rein. Ja, leider nicht. Ist doch ein bisschen zu schmal, die Heckgarage, durch die Regale, wo du drin hast in der Heckgarage. Aber ja, nichtsdestotrotz, hast du ja schon gesagt, es gibt ja wieder was Neues und das ist der Mobi Holder. Und den möchte ich mir euch mal kurz hier vorstellen. Jawohl, und wir zeigen ihn euch. Und der Andi hat gesagt, er baut uns ein. Wir tun nicht gern Änderungen zulassen, aber in dem Fall sind wir ganz kurz entschlossen dazu bereit. Denn das macht wirklich einen extrem guten Eindruck. Und das schauen wir. Genau, Mobiholder. Eine Idee weitergedacht von der Firma RSM Bike. Und zwar, man sieht es ja auch hier jetzt schon, da haben wir jetzt den Standardmobilist in der Führung drin. Und einfach mit zwei einfachen Handgriffen ist das Rad fixiert in der Heckgarage. Mittels der Auffahrrampe ist das auch gar kein Problem, das Fahrrad ein- oder auszuladen in der Garage. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Jawohl. Und zwar, wenn man jetzt denkt, das ist die Heckgarage, holt man die Schiene raus, legt die sich hier hin.
Dann nehmen wir das Moby Cross, schieben es hier hoch und durch die Führung am Boden mit den zwei Alurohren lässt sich das einfach vorne einrasten. Man macht hinten den Hebel hoch, Klemmhebel fixieren, festziehen und somit ist das Rad verstaut in der Garage. Ist das irre, oder? Ja. Das und die Schiene, wie kann man sich dann einfach dazwischen legen und dann kann es losgehen. Also, das habt ihr wirklich toll entwickelt. Ich habe mir gedacht, das Gelbe vom Ei ist dieses ausziehbare System, wie es wir haben oder wie es auch Thule anbietet. Aber dieses Schiebesystem, das macht ja noch den Eindruck, als wenn es wesentlich einfacher ist, weil man es nicht hochheben muss, genau. Das Fahrrad. Und gerade durch das, dass das ein Heckmotor hat, hat es hinten auch ein ganz schönes Gewicht. Genau. Und mit einfach reinschieben und dann mit einem Handgriff befestigen. Also ein tolles System. Dankeschön. Kannst du mir noch sagen, was dieses System kostet? Das ist jetzt aktuell bei uns im Shop, das ist ein Duo, ein Mobi Holder, liegt bei 798 Euro. Und der Einbau dazu? Der Einbau läuft auf Stunde, je nachdem was für Heckgarage, wie groß, wie lang, was man noch umbauen muss. Also so circa 60 Euro in der Stunde. Aha. Also Pi mal Daumen, unter 1000 Euro habt ihr das in eurer Heckgarage und bringt die RSM Bikes oder auch andere Bikes so unter, wie es untergebracht werden müssen, egal ob ihr diese Fatbikes habt oder ob ihr diese einfachen Reifen habt. Also ein tolles System und dann schauen wir mal, ob das bei uns reinpasst und dann seht ihr auch die Praxisanwendung. Genau, so machen wir es. Also das ist ja unser jetziges System und alles, so wie ich das jetzt verstanden habe, kommt dann diese Schiene raus. Genau, wir machen den alten Fahrrad Träger nachher komplett raus und der neue legen wir einfach hier auf dieses Riffelblech drauf. Aha, liegt dann auch etwas tiefer. Auch die vorhandene Schraube auch wieder verwendet zum Befestigen. Aha. So ist mal der Plan und ich denke, da geht auch auf. Da sind wir mal gespannt auf die neue Zeit. So, der Schwerpunkt bei dem Fahrrad ist natürlich hier, weil da ist der Heckmotor und da ist das Fahrzeug am schwersten und dieses Teil müssen wir immer, oder besser gesagt ich, muss ich immer nach oben wuchten. Und das zeige ich jetzt mal, wie das geht. Und es ist eigentlich das Schwierigste am Aufräumen des Fahrzeugs. Man muss das da so hochheben. Einsetzen. Es geht, es ist gut, aber es ist immer wieder anstrengend. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit dem neuen System wird, ob es dann einfacher geht. Auf der Website der Firma RSM entdeckt man viele Innovationen. Was mich jedoch sehr begeistert, ist nach wie vor die Neuentwicklung von 2023, nämlich das sogenannte Mobi Cross Bike. Es ist extrem leistungsstark, hat einen tiefen Einstieg und eine vielseitige Federung. Eine Probefahrt ließ ich mir nicht nehmen, auch wenn wir feststellen mussten, dass unsere Heckgarage aufgrund der verfügbaren Breite ca. 15 cm zu wenig Platz für diese Räder bietet. Zurück von der Probefahrt ging es dann mit dem Umbau los und wir haben den natürlich per Video begleitet.
Also der Einbau geht ruckzuck, das ist überhaupt kein Problem. Sagen wir, in einer Stunde ist es im Normalfall locker erledigt. Halt, ich hab schon Ofen. Ah, so. Ja, ja. Übung macht den Meister. Und das bin ich ja noch nicht. Ich bin ja noch Lehrling. Das ist ja alles noch Landphase, gell, Andi? Genau. Siehst Soll du? Ich dir das mal zeigen, wie das ein Profi macht? Ach, gern? Ja. Also schau mal. Ich habe da schon ein bisschen eine Übung drin. Mhm. Und zwar, wenn man es jetzt reinfährt, muss man halt schauen, unter die Schiene treffen, ja. Dann hinten am Gepäckträger halten, dann mit Gefühl nach vorne schiebe, dann steht es ja schon drin. Aber also, wenn ich das jetzt raushole, ja. Da gibt es einen kleinen Trick. Ja, genau. Ich hole das jetzt ganz hier raus. Und in dem Moment, wo ich an den Lenker komme mit der linken Hand, kann ich hier bremsen gleichzeitig. Und, ah! Ja, dann musst du das Gewicht nicht halten. Und dann kannst du da langsam schön runterfahren. So, das war die Theorie und jetzt kommt die Praxis. Schön, ruhig, Türen, da oben schauen, genau. Da rein damit, zack, so. Und, Ossi, raus, ist das vertreten? Oder die Eco-Flow am besten nicht mitnehmen? Nee, die nicht. Also Andi, was ich sehe, es geht deutlich leichter. Schön, das freut mich. Dieses Lupfen, das hat mich schon ein bisschen genervt. Ja. Und das ist weg. Und dass ich den Lenker nicht mehr umklappen muss, sondern dass man ihn nur noch drehen muss. Ich glaube, das ist auch eine Erleichterung. Die Praxis wird es zeigen und wir werden euch Rückmeldung geben. Super. Und unsere Zuschauer natürlich auch. Wunderbar. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Vielen Dank für den Einbau, für den schnellen Service. Bis bald mal wieder. So, das war's bei RSM Bike. Wir haben wieder einiges erneuert. Ja, die Fahrräder sind auch wieder up to date. Wir fahren jedes Jahr hierher zum Überholen. Ja, und es war auch wichtig, unser Ventil war nämlich kaputt, deswegen war das ich. Das heißt, unser, deins? Meins, ja. Deswegen, bei der Ussi ist aber die Halterung ein bisschen locker gewesen. Ja. Ich habe eine bei der Schraube Ussi, verloren, oder die war bei der, locker. Bei der Ussi war eine Schraube locker. Aber die ist jetzt wieder angezogen, jetzt funktioniert es wieder. Ja. So, Black Friday ist hier leider vorbei, kommt nächstes Jahr wieder, aber ihr könnt ja immer mal nachfragen, vielleicht gibt es wieder irgendwelche Sonderaktionen hier bei RSM. Wenn ihr solche Aufnahmen, wie es ich gemacht habe, mit der Kamera, wenn ihr euch selber mal filmen wollt, auf dem Fahrrad, dann könnt ihr euch so eine Kamera zulegen von Insta360. Die haben zurzeit Black Friday. Schaut mal, wir verlinken das ja immer unterhalb von unseren Videos und da könnt ihr dann vorbeischauen. Mhm. Und das war's von RSM und gleich geht's weiter. Ja. Nach ca. 50 Kilometer Fahrtstrecke hatten wir wieder genügend Strom in der Batterie und wir fanden dann an dem Badesee einen kleinen Wohnmobilstellplatz. Da wollten wir die Nacht überbrücken und uns den Einbau nochmal ansehen.
So, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sich das dann, wie das dann in der Praxis geht. Also, ich muss sagen, mit ein bisschen Übung wäre sicherlich ein Gewinn. Was für uns natürlich jetzt auch ein Vorteil war, dass das 11 Kilo leichter ist. Denn der, den wir gehabt haben, der hat 22 Kilo gehabt und der hat jetzt 11 Kilo. Den wir abgegeben haben, weil so schlecht war der nicht, der hat einwandfrei funktioniert. Das haben wir ja auch immer wieder betont. Wir haben ja etliche Videos dazu gemacht. Wenn den jemand haben möchte, wir würden den jetzt verkaufen und auch wenn ihr aus Norddeutschland seid, den schicken wir euch zu. Die Transportkosten haben uns sagen lassen, kosten bei der Spedition 59 Euro. Also das ist der von der Firma Vitec. Wir schreiben es hier ins Video rein. Slide Move HG250. Bei Campingwagner ist er im Programm. Da könnt ihr euch anschauen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an helle.ussi@gmx.de. Und dann schauen wir mal, ob wir uns einig werden. Wir sind jetzt auf jeden Fall mit dem System, was wir von Firma RSM bekommen haben. Das System passt für uns sehr gut. Und mir macht es jetzt einen guten Eindruck und es bleibt jetzt auch im Gürtel drinnen. Und ich glaube, wenn ich das einmal ein bisschen ein paar Mal ein- und eingefahren habe, dann glaube ich auch, dass das für mich einfacher ist, weil ich einfach das Heck von dem Fahrrad nicht mehr anlupfen muss, sondern nur so reinführen. Und dann ist das gut. So, zum Thema Gewicht und Wohnmobil ist ja schon viel gesagt worden. Das ist aber auch ein relevantes Thema, denn so großzügig wie die Behörden hier in Deutschland sind mit 10% Überladung, so großzügig sind sie im Ausland oftmals nicht. Ja, wenn das überhaupt stimmt mit den 10%, ja? Ja. Also drauf verlassen wollte ich mich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall ist die Toleranzschwelle in Deutschland höher. Wer im Ausland mit etwas Übergewicht erwischt wird, der kann gleich Wasser ablassen bzw. seine Liegestühle vor Ort abgeben, ja? Denn der darf nicht weiterfahren. Wir haben uns deswegen auch immer wieder dieses Thema Gewicht im Auge schon von Anfang an. Denn unseren Gustl gibt es auch als 3,5 Tonner damals. Ja? Mhm. Wir haben eine kurze Rechnung aufgemacht. 3,5 Tonnen hätte uns natürlich schon geschmeckt, aber wir haben gemerkt, es langt nie und nimmer. Aber wenn wir auf 4,5 Tonnen auflasten lassen, gleich von Beginn an, dann haben wir genügend Luft. Und das hat sich auch als real herausgestellt. Gell, was Sie? Ja. 2017 haben wir unseren Gustl gekauft mit 4,5 Tonnen. Wir haben jede Menge Luft gehabt und sind dann, wie wir von Konstanz weggezogen sind, 2019, da sind wir ins Wohnmobil gezogen. Alle, die uns zuschauen, die wissen das. Ja, für eine kurze Zeit natürlich zur Überbrückung. Ja, und dann sind wir auf die Waage gefahren. Da waren wir voll beladen, voll mit Kleidung. E-Bikes haben wir schon dabei gehabt und natürlich auch Lebensmittel, alles war dabei. Wir waren ja bereit, für ein paar Monate im Wohnmobil zu wohnen, sind dann auf die Waage gefahren und der uns gewogen hat, hat gesagt, ihr seid 40 Kilo überladen, weil ihr 4040 Kilo habt. Also da haben wir nur 460 Kilo Luft gehabt, denn wir haben einen 4,5 Tonner. Jetzt letzte Woche, also 4 Jahre später, habe ich gesagt, wir haben jetzt Gastank voll, wir haben Diesel voll, wir haben Wasser voll. Wir fahren jetzt auch noch mehr auf die Waage und dann sind wir zum TÜV-Ing gefahren, mal schauen, ob wir nur 200 oder 300 Kilo Luft haben. Ja. Und siehe da, der vom TÜV sagt, 4470 Kilo haben wir auf die Waage gebracht. Also über 400 Kilo mehr als 2019, obwohl wir zwei ja nicht so viel zugelegt haben. Ich vielleicht zwei, zwei Kilo, die Ussi vielleicht 10. Das oder umgekehrt. Schön, ja. Rechner beim Helle. Oder umgekehrt. Nein, aber wir haben einen Gastank eingebaut, wir haben Solaranlage dazu gemacht. Nachgerüstet. Also aufgerüstet. Wir haben ja schon 200 Watt gehabt, haben dann nochmal 300 noch was zugelegt.
haben allerdings auch unsere Batterien etwas erleichtert. Ich weiß nicht, unsere Regale haben wir, die Regale haben wir noch in der ja. Heckgarage. Und die E-Bikes sind mittlerweile auch ein bisschen schwerer als die, die wir dabei gehabt haben. Auf jeden Fall, dass das Ganze gleich über 400 Kilo ausmacht, das hätten wir nie im Leben gedacht. Nein, also wir waren beide etwas sprachlos. Ja, und im Einzelnen hat uns der TÜV bestätigt, dass wir ein Gesamtgewicht von 4.470 haben und es verteilt sich wie folgt 2.050 auf die Vorderachse und 2.420 auf die Hinterachse. Das heißt, wir könnten jetzt noch unseren Gustl mit Luftfederung aufrüsten, dann hätten wir aber die 4,5 Tonnen schon mal voll, aber wären dann bis 4.800. Aber auf die Hinterachse dürfen wir trotzdem nur 80, denn die Hinterachse ist immer bei zwei Achsern begrenzt auf 2,5 Tonnen und da haben wir 2.420. Also knapp. Also es geht doch. Ja, man muss natürlich eins dazu sagen, es hat dann Lebensmittel haben wir nicht viel dabei gehabt, wie wir auf der Waage waren. Nein, und unsere Kleidung hat noch gefehlt. Und die Kleidung hat gefehlt und der Bierkasten war nur halb voll. Naja, und der macht natürlich schon enormes Gewicht, gell? Also genau. Das muss man schon sagen. Ich glaube, der Trollinger hat auch noch gefehlt, meine ich. Ja. Also von daher, ich glaube, der Helle muss in Zukunft auf einiges verzichten. Glaube ich nicht. War ja nur Luft. Nein, also auf jeden Fall, wir wollten damit wieder sensibilisieren. Wir wollten euch sagen, fahrt mal wieder auf die Waage, selbst wenn es vor 2-3 Jahren gut gewesen ist. Lasst euch einfach einmal wieder die Sicherheit geben, dass ihr noch im grünen Bereich unterwegs seid. Für uns war das wichtig, die Erkenntnis zu haben und die wollen wir an euch weitergeben. Ja. So viel zu dem Thema. Ja. So, jetzt wollte ich euch nochmal die Dashcam A119 Mini 2 von der Firma Fiofo vorstellen. Die haben wir zur Verfügung gestellt bekommen und die macht eigentlich einen sehr ordentlichen Eindruck. Ich sage gleich, was mir nicht so gut daran gefällt, das ist, wie ich sie lösen kann. Das geht nämlich hier ein bisschen streng, also es geht, aber es geht etwas streng. Aber das ist schon die einzige Einschränkung, die ich hier habe. Dafür hat sie ein paar andere Gimmicks, die ich für sehr hilfreich halte. Also das ist ein 2,7K Dashcam, also hochauflösende Bilder mit Kfz-Kennzeichenerkennung, mit Schockeinschaltung und so weiter. Also wie man von allen qualitativ hochwertigen Dashcams kennt. Der Vorteil daran ist, man hängt die so an die Windschutzscheibe, das heißt, so sieht man sie dann. Und da unten diese Linse, die kann man dann einstellen, wie man sie haben möchte, also etwas höher oder etwas runter, also nach unten. Finde ich sehr gut. Man sieht es dann auch im Bild, was die Kamera einfängt. Sie hat einen Weitwinkel, eben bis zu 2,7K, also sehr hoch auflösende Bilder. Und man kann sie so einstellen, dass sie in Dauerbetrieb geht oder dass er nur sich immer wieder überspielt mit Sprachansage, Sprachaufnahme, also alles, was man von einer normalen Dashcam erwartet. So, da sieht man schon am App Store, welche App man da runterladen kann. Und das habe ich natürlich alles schon getan. Hier sieht man, zack, Fiofo for Dashcam. Und da lässt sich die Dashcam komplett über diese Handy-App bedienen. Das heißt, man braucht sie eigentlich gar nicht von der Windschutzscheibe wegzumachen. Man kann alles inklusive Formatieren der Speicherkarte, kann man alles vom Handy aus machen. Müssen wir nur mal schauen, ob der das jetzt verbindet. So. Hier kann man übrigens sehen, also das ist auch alles in deutscher Sprache. Da kann man Menü durchklicken und lässt sich alles wunderbar einstellen. Aber wir suchen jetzt erst einmal nach dem Wi-Fi. Na. Aufnahme gestartet. Na, das wollte ich eben nicht. Wi-Fi verbunden. So, also jetzt ist Wi-Fi verbunden. Und jetzt müsste man normalerweise alles sehen. Am Bildschirm, Kamera verbindet.
Jawohl. Wenn ihr jetzt schaut, da sieht man, da ist die Ossi. Da müsste sie sein, oder? Ist sie da? Ach, weil ich meinen Finger davor gehabt habe. Jetzt ist sie da, oder? Ja, also. Und wie gesagt, man kann da alles machen. Du musst jetzt mal darauf sehen, weil dann sieht man die Ossi. Das ist auch der angenehmere Ausblick, ja. Moment, da ein bisschen höher stellen, wenn die Ossi richtig sieht. So, jetzt habt ihr einen guten Ausblick. Ossi lacht. Das ist immer schön, wenn sie lacht, ja. So, und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die Menüaufnahme. Ah, zuerst muss man Aufnahme stoppen und dann kann man was machen. Schnappschuss kann man machen. Also, hier, alles machbar. Also, es ist eine Kamera, mit der man sich ein wenig einfuchsen muss, mit der man einiges machen kann. Da haben wir jetzt die ganzen Einstellungen, die man da machen kann. So. Und da kann man auch irgendwo Datumsformat, Voice Control, SD-Karte formatieren, steht hier auch. Also, man braucht also im Prinzip an der Kamera gar nichts verstellen. Man kann das alles über die Handy-App machen und das finde ich natürlich an sich schon sehr passend. Also wir verlinken die Kamera, das ist also, sie funktioniert einwandfrei und wir benutzen unsere alte weiter, nicht weil die besser ist oder weil diese schlechter ist. Nein, ich habe mich an die Bedienung von der anderen Kamera gewöhnt, aber wir können die durchaus auch empfehlen. 2,7K, das langt auch, um mal einige Szenen rauszuschneiden und in einem Video zu präsentieren. Das war unsere Vorstellung von der Fiofo. Alle Links unterhalb vom Video. Ja, wir sind auf dem Heimweg und der Strom hat gereicht. Wir sind nämlich von unserer letzten Station, wo wir fast stromlos gestanden sind, sind wir dann 50 Kilometer gefahren bis Rastatt und dann circa Rastatt. Wir waren genau im Muckelsturm. Im Muckelsturm, ja, lustiger Name, gell? Aber ganz ruhig sind wir da gestanden heute Nacht, war echt super. War gut, ja, und vor allen Dingen, der Platz ist kostenlos. Ja. Das ist noch viel besser. Ja, bezahlbar. Ja, und wie gesagt, unser Strom hat gereicht und ich habe einen Kaffee bekommen. Jawohl, und während wir jetzt dann noch heimfahren, etwas über 100 Kilometer, lädt dann die EcoFlow schon wieder nach und sie ist dann bereit, wenn wir wieder mal Stromprobleme haben, dass sie unsere Bordbatterie wieder auffüllt. Hat alles wunderbar geklappt, ein bisschen knapp waren wir manchmal, aber man muss halt die Grenzen ein bisschen ausprobieren. Ja, genau. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen, Ossi, oder? Jawohl. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Auch wenn es nicht gefallen hat, es tut nicht weh. Aber uns gefällt's. Ja, genau. Und dann könnt ihr uns abonnieren, wenn ihr öfters mal was sehen wollt von uns. Ja, ja, und du pass jetzt bitte auf, wie du fahrst. Hier ist nämlich eine Baustelle und er labert. Ja, dieser Mann, ich sag's euch. Keine Geduld, hätte aber warten können, bis wir wieder auf einer richtigen Strecke sind, oder? Nein, das war jetzt einfach im Stau, war das jetzt kurzweilig. Wir haben uns langweilig und jetzt haben wir uns ein bisschen mit euch beschäftigt und jetzt ist alles wunderbar, geht schon wieder weiter. Ja, okay, aber wir machen jetzt trotzdem Schluss. Ja, auf jeden Fall. Das Video ist bestimmt sowieso schon etwas lang geworden. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.